Mein Name ist Alfred Hitchcock und ich möchte Ihnen gerne etwas über meinen neuesten Film erzählen. Er handelt von den Vögeln. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Schon mal jemand den Waldrap? Ich kenne den Waldrap, aber... Ja. Waldrap ist ein Rapen. Gibt es demnächst als Song von mir? Sieht so ein bisschen aus wie der Ben nach echt einer harten Nacht. Also, das ist so diese böse. Vögel, und die mussten dann eben dazu gebracht werden, in ihre südlichen Quartiere wieder zu finden. Genau. Und dann hat sich jemand, der mit diesem Projekt beschäftigt war, in so ein kleines Flugzeug gesetzt. Howdy ho, herzlich willkommen zur sage und schreibe 101. Episode unseres Medien- und Presse-Podcasts Voll in die Presse. Wir sind hier im Kellerstudio auf der Ponderosa. Hier ist das kleine Jingle, was an der Stelle kommt. Echte 70er-Jahre-Fans kennen es. Mein Name ist Ben Cartwright und mit mir sind im Keller Herr Prollo Ferrari. Mahlzeit. Herr Sommer. Moin. Und der allseits beliebte und gefürchtete, vor allem am Grill, Beef Rogers. Hallöchen. Hallöchen. Und ich gebe mir jetzt nicht die Blöße und versuche mit meinem Mund Vogelstimmen zu imitieren oder Vogelgezwitscher und sage einfach ganz nonchalant, das Thema des Tages lautet Vogel und Vogelartige. Geschichten über Vögel. Und da musste ich sofort an meinen lieben Nachbarn und den weltberühmten Vogelfotografen Thomas denken. Hallo Thomas, du bist unser Gast des Tages. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich habe richtig gewartet, bin schon ein bisschen unruhig geworden, aber ich habe es dann wieder in den Griff gekriegt mit Raja-Yoga. Mit Raja-Yoga. Damit bringt man Gedanken wieder zur Ruhe. Das können wir auch noch als kleinen Sidekick vielleicht vertiefen. Apropos. Wait a minute. Who are you? Genau. Thomas, wer bist du eigentlich? Ich habe schon gerade gesagt, du fotografierst gerne Vögel und da sieht man dich hier auch in der Nachbarschaft und in der Gegend immer mit wirklich richtig coolem Equipment unterwegs sein. Wir quatschen auch manchmal darüber, aber was ist für dich beim Thema Vögel und Vogelfotografie so faszinierend? Ja, mein Name ist Thomas, habe ich schon gesagt. Ich bin Lehrer, Grundschullehrer im Ruhestand. Und in der Zeit, als ich in den Ruhestand überging, habe ich die Vogelfotografie angefangen. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Und da war ich sehr schnell infiziert. Meine ehemalige Chefin hat immer gesagt, das sei wie Yoga. Und das ist dann später noch dazugekommen. Raja-Yoga habe ich eben schon angedeutet. Und je mehr man sich in dieses Hobby vertieft, die Vögel kennenzulernen und zu fotografieren, je mehr lässt einen das nicht mehr los. Und das ist bei mir der Fall. Mittlerweile fange ich auch an, meine Frau damit anzustecken. Die schickt mir immer Vogelbilder von ihren Ausflügen. Und ja, ich kann nur sagen, wenn man nach einem Burnout, den hatte ich damals, an die Nordsee kommt und da eine Reha macht und die vielen Vögel sieht, die man da sieht, dann fängt man irgendwie automatisch an zu fotografieren, vor allem wenn man so ein Gerät dabei hat. Und ja, das betreibe ich jetzt seit diesen vielen Jahren. Die Fotos werden immer besser. Das hängt damit zusammen, weil mein Equipment immer besser wird und auch meine Kenntnisse über diese Tiere. Und das heißt, je mehr man diese Tiere kennt und weiß, wo sie sich aufhalten, erhöht man die Chance auf ein gutes Foto. Ja. Und das ist, das lässt sich immer noch steigern. Das ist wirklich unglaublich. Das ist wahrscheinlich ein bisschen wie eine Sucht. Ja, und ja, immer noch mal raus und noch mal einen besseren Schnappschuss hinzubekommen. Ja, es macht allerdings gesünder. Okay. Ja, die andere Sucht ist ja eher ein Problem. Und ja, mehr kann ich da im Moment nicht zu sagen. Ja, das wollen wir auch noch gar nicht zu viel verraten. Also du bist hier heute unser Vogelexperte, denn ich blicke mal in die Runde und behaupte, wir alle sind es nicht wirklich. Ich habe mich zumindest ausgestattet mit einem Buch übers Vogelbeobachten, was ich vor Jahren mal auf dem Grabbeltisch erworben habe, aber auch nicht wirklich vertieft habe. Wir haben aber unsere Stärken ins Spiel gebracht und Artikel ausgegraben, die irgendwie was mit Vögeln zu tun haben. Wer weiß, wie weit wir das jetzt heute dehnen. Und das würde ich gerne gerade meine Kollegen hier bitten, mal wie üblich anzuteasern, damit die Hörenden da draußen so richtig rattenscharf auf diese Sendung werden. Beef. Ja, dann fange ich doch direkt mal an. Bei mir gibt es einen Artikel, da geht es
um die Träume des Schwefelmaskentyranns. Schwefelmaskentyrann, das ist schon was Schönes also für die allein, Show, ne? Allein der Name. Exotischer Vogel. Aber Puerto Rico. Der Experte kennt ihn, okay. Wie, sag mal. Ja, also wir wissen ja nicht erst seit Hitchcock, dass Vögel auch eine, sag ich mal, schon fast unheimliche Seite haben können. Und ich habe wirklich was Fieses, ne? Wirklich richtig fiese Geschichte mitgebracht, nicht zur Zartbeseitete. Also da freue ich mich schon drauf, das ist ein Kracher. Ein Kracher. Kracher hat üblicherweise auch der Herr Prollo Ferrari. Ja, ich habe erst was Harmloses dabei, nämlich zählende Krähen. Und wenn noch Zeit ist, das teaser ich jetzt an, machen wir einen kleinen Vogelpersönlichkeitstest. Sehr schön. Also ich, meine Geschichte geht so, schlägt ein bisschen die Brücke zwischen der letzten Sendung und der diesjährigen oder der diesigen Sendung. Und ich fasse es mal zusammen mit der Frage, warum Raubvögel die Wacholderdrossel fürchten. Das möchte ich euch gerne erzählen. Das ist kurios und ich weiß es vom Mausradio. Also da ist der Medienbezug. Ich höre im Auto mit meinem kleinen Sohn das Sendung mit der Mausradio. Und da lernt man auch regelmäßig etwas über die Vögel. Damit alte Stammhörerinnen und Hörer wissen, dass unsere Kehlen nicht zu trocken sind, hau ich doch direkt nochmal ein Jingle raus. Mit dir zwei Worte, ein Bier. So. Auch den Thomas haben wir natürlich Fump mit Bier in den Keller gelockt. Das wusste er nur gar nicht. War vielleicht dann eine positive Wendung. Er war ganz alleine schon bereit, hierher zu kommen. Und ich habe selber auch noch etwas aus meiner gerade abgeschlossenen, eigentlich Kroatien-Reise für euch mitgebracht, nämlich ein Gösser-Biostoff-Lager. Da kann der Palais Allee wieder einen Strich in der Statistik machen. Ich gebe mal eins oder ich mache die erstmal auf und gebe die darüber, dann könnt ihr was mal probieren. Ich habe leider nur zwei Flaschen, weil das Auto so voll war. Aber das schmeckt auch ganz lecker. Eins habe ich nämlich schon platt gemacht im Urlaub. So, und während ich hier das Bier verteile, möchte ich ganz kurz eine Neuerung auch machen. Wir erfinden uns ja neu. 100 Folgen haben wir einfach unseren Stiefel so runtergemacht. Jetzt wird alles neu mit der 101. Voll in die Presse, kriegt mehr Struktur. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Rubrik, die uns hoffentlich viel Freude machen wird. Die Rubrik heißt Good News, Bad News. I got good news and bad news, girls. The good news is your dates are here. What's the bad news? They're dead. Shit. Der Film Night of the Creeps, glaube ich. Ich habe das schon oft verwendet, das Jingle, aber ich liebe es. Und was ist die Geschichte von Good News, Bad News, Prollo? Magst du es kurz erklären? Wir haben uns das ausgedacht und jetzt müssen wir den Live-Test bringen. Die Geschichte fing damit an, dass wir hier gemütlich beisammen saßen und uns gedacht haben, wir müssen in diese bunte Sendung mal ein bisschen Farbe reinbringen. Und weil wir auch im Gegensatz zu den üblichen News-Kanälen nicht immer nur das Negative berichten wollen, haben wir uns fest vorgenommen, neben dem Aufreger oder der schlechten Nachricht der Woche auch eine durchaus vielleicht mal persönliche gute Nachricht mitzubringen, damit auch für das leibliche Wohl gesorgt ist. Ich kriege hier gerade ein Bier gereicht, das ist doch alles ganz herrlich. Fangen wir mit der guten oder mit der schlechten an? Das ist immer die Frage. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja, die meisten wollen ja immer erst die schlechte hören. Ja, dann hau raus, sag mal. Du bist der Mann der schlechten Nachrichten heute. Okay, also ich erzähle oder spielst du was ab? Da ist was, tatsächlich. Ich gucke mal, ob das jetzt funktioniert. Ey, ich habe hier gerade was gelesen über einen Pocher. So erbärmlich, der Typ. Hat bei einer Comedy-Veranstaltung wohl irgendwie eine Zuschauerin aus der ersten Reihe dauernd in demütigender Weise verarscht. Irgendwie, ob sie schon gebumst hätte und solche Geschichten. Und als die dann nach der Show darum gebeten hat, dass, falls das ausgestrahlt wird, dass das rausgeschnitten wird. Der SWR hatte das nämlich mitgeschnitten. Und die haben ihr das auch zugesichert, weil sie den Pocher auch peinlich fanden. Da hat der Pocher nichts Besseres zu tun, als das auf seinem Instagram-Account zu veröffentlichen und zu sagen, wer das nicht ab kann, der muss sich halt verpissen. Ey, wie erbärmlich ist der Typ? Das ist so ein Sozialkrüppel, unglaublich. Pocher, das Arsch.
Willst du das noch ausführen? Also ich finde es auch, ich habe es auch mitbekommen, ich finde es auch unter aller Kanone. Man muss Leute vielleicht so fairerweise dazu sagen, er hat gefragt, ob jemand hier noch Jungfrau ist oder noch nie hat, ne? Und dann hat sie sich gemeldet. Hm. Nee, Quatsch, das ist Blödsinn, sowas nicht. Er hat gefragt, ob jemand noch Single ist, genau, das hat er gefragt. So, und dann hat sie sich gemeldet, hat gesagt, ja, hier, ich bin noch Single. Ist ein gewisses Risiko, was man da eingeht. Ja, aber dann die ganze Show über irgendwie niedergemacht zu werden und dann vor allen Dingen, dass sie sagt, sie will nicht, dass gezeigt wird und er hat nichts Besseres zu tun, als auf Instagram das zu veröffentlichen. Also, ich finde den Typ einfach nur armselig. Ja. Solche Psychopathen gibt es immer mehr. Ja, aber der kann nichts eigentlich, außer sich über andere Leute lustig zu machen und auf deren Kosten irgendwie, ja, eigentlich zu bereichern. Es ist ja wirklich so, seine ganze Karriere baut darauf auf, dass er entweder sein Leben, seine Ex-Frau inzwischen und andere Promis A bis C durch den Kakao zieht. Bezahlte Psychopathen. Mhm. Ja. Die sollte man auf eine einsame Insel aussetzen, da könnten sie dann ihre Spielchen machen, untereinander. Ja. Findet sich wahrscheinlich auch noch ein Fernsehsender, der es dann filmt. Gibt es auch ein Format oder zwei? Das ist ja das Kernproblem wahrscheinlich. Also das Einfachste wäre, es geht einfach keiner mehr hin zu dem Deppen. Fertig. Ja. Ja, ich glaube, in die Richtung geht auch die Annegret, oder? Ja, die Annegret hat natürlich einen O-Ton dazu abgegeben und den habe ich auch vorbereitet. Ja, Tag zusammen und hallo zusammen. Du hast mich ja gefragt, was ich über der kleine Junge da denke. Wie hieß der noch? Der Pocher. Eigentlich ist jedes Wort über der Tüte Nögel verschwendete Erdem, finde ich. Wäre der damals bei den Jehovas da geblieben, ne, der hätte mir jetzt nicht der ganze Bohai um der Jeftzwerch. Der könnte jetzt schön da vom Herti stehen mit dem Wartum in der Hand und sich sind gute Beine in der Buch stehen. Stattdessen hätte da ständig nur die schlechte Witz über andere Lück. Und das Alessandra setzt sich mit dem Witteli im Möb da noch auf die Bühne. Was ist das überhaupt für Vorbild für denne ihr Pens? Nee, von daher, tät mir leid, über der abgebrochene Meter möchte ich ja nichts sagen. Aber trotzdem danke, dass du hier froh hast und eine schöne Gruß an die Junge und bis bald mal wieder, Annegret. Ja, danke, Annegret. Also wie man sie kennt, wie man sie liebt, ein Traum. Auch eine Stammgästin hier dieses Podcasts aus 100 Folgen, die Annegret hat sie da messerscharf analysiert als Yellow Press-Experte. Vielleicht könnt ihr mich mal zusammen mit ihr einladen. Ja. Würde mich sehr freuen. Ja, sehr, sehr gerne. Also das Bezeichnende an unseren Gästen ist, dass sie immer gerne wiederkommen und wir sie tatsächlich auch immer wieder einladen. Also das, du stehst jetzt quasi auch auf der Gästeliste. Und ja, das war mal die schlechte Nachricht. Wir wollen über den Typen jetzt auch tatsächlich nicht noch mehr Zeit verschwenden oder auf ihn. Aber Prollo. Ja. Die gute Nachricht, die habe ich extra für dich mitgebracht. Reusbar. Denn es geht, also Eisenbahn ist jetzt eher mein Steckenpferd. Elefanten, dein Hobby und noch KI, also gleich ein Themenpotpourri sondergleichen. Es ist nämlich so, in Indien haben sie jetzt eine KI, die an einer von Elefanten durchaus mal gekreuzten Bahnstrecke mittels Kameras und Wärmebildaufnahmen aufpasst, dass die Elefanten der Strecke nicht zu nahe kommen. Und wenn doch, gibt's Alarm. Da sitzen so ein paar Leute in so einem Kontrollhäuschen und die halten dann die Züge an, wenn es mal sein muss. Freundlicherweise nicht nur für Elefanten, sondern auch durchaus für andere Tiere. Und das war jetzt das ist tatsächlich nicht nur kein Scherz, sondern durchaus auch auf gerichtliche Anweisung entstanden. Denn mittlerweile in den letzten 10 Jahren haben sich tatsächlich 30 tödliche Unfälle mit Elefanten ereignet, weil die Strecke halt so ein bisschen im Waldgebiet liegt und das ist halt viel Elefantenkreuzverkehr. Und seit Februar 24 im Einsatz. Hier in der Überschrift habe das System knapp 400 Unfälle verhindert. Man muss dazu sagen, da sind jetzt nicht 400 Elefanten, die ihrem sicheren Tod entronnen sind. Das ist eher so 400 Elefanten, wo man hätte... Ja, 400 hätte es mal angeschlagen. Ja, es war gesehen worden und da dachten wir mal, könnte vielleicht. Also letztendlich aber, nachdem man es mit Patrouillen versucht hatte, was tatsächlich nicht geklappt hat, ist jetzt also die KI eingeschritten und ab jetzt können die Elefanten einigermaßen sicher da aufkreuzen. Das finde ich hervorragend, das freut mich sehr für meine Lieblingstiere und ist vielleicht auch ein Beispiel für die
ICE-Strecke Frankfurt-Bonn, wo wir ja hier selbstreferenziell, wie wir sind, immer mal wieder erzählt haben, dass da auch zu Wildschäden kommt, insbesondere in der Brunftzeit. Du kannst dir vorstellen, wie die Strecke aussähe, wenn da auch Elefanten rumliefen. Ja. Würde sich wahrscheinlich keiner mehr trauen, einzusteigen. Das ist nämlich auch ein Aspekt. Also da nicht nur auf Menschen zugunsten der Elefanten. Hast du jetzt ja, eben so nicht gesagt, waren die 30 tote Elefanten oder auch das Menschen waren, nee, Opfer? Also auch wenn das für den Zug so ein Elefant durchaus mal brenzlig werden kann. So menschliche Opfer waren jetzt bisher nicht zu beklagen. Aber es kann natürlich dann durchaus schon mal knapp werden. Ja. Also die 30 Todesopfer waren 30 Elefanten? Ja, natürlich. Was dachtest du denn? Naja, ich würde jetzt meine Chancen gar nicht so genau berechnen können, wenn du einen Elefanten zusammenknallst. Also das stimmt. Ja gut, du sitzt ja noch hinten im Zug. Also tatsächlich, aber so ein Elefant hat ja diverse Tonnen. Wie viel? 6 Tonnen maximal? 1 Tonne? 1,5? Na gut. Na, auf jeden Fall viel. Mhm. Indische Elefanten sind ja, wie alle wissen, kleiner als afrikanische Elefanten, aber nichtsdestotrotz. So, ja, aber also, bei dieser guten Nachricht musste ich erstmal an Ben denken. Und die wird auch tatsächlich rauf und runter getickert. Also ich habe sie jetzt von Cosmo, der Rubrik Daily Good News, die jetzt auch haben, seit wir das hier eingeführt haben. Ja. Und original von der BBC Tamil. Also die haben offenbar noch eine kleine Repräsentanz in Indien. Wunderbar, das freut mich sehr. Good News, Bad News, das war die Premiere. Und dann haben wir noch eine weitere Rubrik. Und die ist wirklich, das ist so eine wir wissen noch nicht genau, wie wir den nennen. Arbeitstitel Social Media Roast. Und das Jingle könnte, ich schlage vor, ich habe keins gebastelt, aber das Jingle könnte sein, weil es einfach wehtut. Und das ist auch sehr viral gegangen. Ich spiele es nur mal ab, an, weil das geht, glaube ich, 1,5 Minuten. Das will ich euch ersparen. Aber ich finde es, ich habe das hier über WhatsApp gekriegt, ich weiß gar nicht, vom Sommer oder von irgendeiner hat es verteilt. Ich habe mir das natürlich angeguckt, weil es ja viral ist und ich habe mich furchtbar aufgeregt und das möchte ich jetzt gleich gerne noch mit unserem Gast einmal kurz andiskutieren. Stichwort Eichhorn. Ich liege seit einer halben Stunde hier im Bett und kann nicht schlafen, weil ich mich fürchte. Ich habe mich eine ganze Zeit lang jetzt schon gefragt, warum hat das Fliegengitter außen an meinem Schlafzimmerfenster solche Risse? Und es sind nicht so random große Risse, sondern das sind immer so 3 so Risse nebeneinander. Und dann dachte ich mir, es war Winter. Im Winter fliegen Dinge durch die Luft, weiß ich nicht, Blätter, Zweige. Keine Ahnung, woher die Risse kommen. Es geht mich nichts an, was nachts draußen passiert. Ich gehe nachts nicht raus. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Das ist nicht mein Business. Hab nicht weiter drüber nachgedacht. Gehe Sonntag in der Früh, als ich wach werde, aufs Klo, komme wieder zurück ins Schlafzimmer, sehe, wie außen an meinem Schlafzimmerfenster so ein Eichhörnchen hängt. Kein süßes kleines Eichhörnchen, ein Eichhorn hängt außen an meinem Fenster an diesem Fliegengitter und zieht da dran. Es hat mir mit seinen ekelhaften Fischaugen direkt in meine Seele geschaut. Ich habe Gott gesehen und ich habe Gott fürchten gelernt. Dieses fucking Eichhörnchen. Es hat mir so eine Angst gemacht. Es kommt anscheinend jeden fucking Tag frühs, bevor ich aufwache. Ja. Ich möchte mit dir spielen, meine Liebe. Ja, ich kriege hier gerade eine Nachricht von einem Oliver, ob die Frau noch Single sei. Ja, also das Eichhorn und für mich ganz klar. Also ich habe das gesehen. Thomas, was sagst du dazu? Das ist ein junges Mädchen, so, die dann wahrscheinlich auch eine gewisse Einflussgruppe hat, die seine oder ihre Videos anguckt. Und dann sitzt sie da so im Bett und echauffiert sich über ein Eichhorn, was ihr direkt in die Seele schaut. Also, es ist für mich unfassbar. Also ich habe heute noch bei einem meiner Fotografierplätze, wo ich immer Futter ausstreue, da kommen auch die Eichhörnchen und die sind so süß. Und wenn man vor einem Eichhörnchen Angst hat und das so beschreibt, wie als wenn das ein Monster wäre, Fischaugen, dann kann ich nur die Hände über den Kopf zusammenklatschen. Ja. Das ist
Die sind völlig harmlos, die Tierchen. Also das ging mir ganz. Ich habe super positive Assoziationen mit Eichhörnchen, Eichhörnern. Und zwar auch mit den nordamerikanischen, die ja gemeinhin als hier in Europa als invasiv auch wahrgenommen werden, sind sie ja auch. Und auch nicht so süß aussehen wie unsere kleinen Roten. Aber in Michigan, wo ich im Austausch war, hatten wir eine riesige Eiche tatsächlich. Und mein Austauschvater hat immer Peanut Butter, so eine Erdnussbutter, da an die Äste geschmiert und hat damit sich eine ganze Kolonie von Eichhörnern angezüchtet. Und die gehörten bei uns zur Familie. Also das ganze Haus war besiedelt, also nicht innen, aber außen, von diesen kleinen Hörnchen. Und ich fand das irgendwie, ich bin mit denen quasi ein Jahr aufgewachsen mit 16 und ich bin da total positiv irgendwie gestimmt, wenn ich so ein Tier sehe. Haben die auch die Fliegengitter ramponiert? Ja, die haben mir nur in die Seele geschaut mit ihren Fischaugen. Und da haben sie Angst gekriegt. Da haben sie mal geschissen. Genau, hat sie Gott gesehen. Ja, man will sich gar nicht vorstellen, wenn die junge Frau irgendwie mal einer Kuh begegnet oder einem Elefanten, also in Indien im Zug sitzt und da kommt ein Elefant. Was passiert dann? Also, das, unvorstellbar. Ein Eichhörnchen, bitteschön. Also ja. Ich habe das an meinem Futterplatz in der Schule auch schon beobachtet, wie die Eichhörnchen an dieser Erdnussbutter sich laben. Die fressen erstens das normale Vogelfutter, geschälte Sonnenblumenkerne, aber dieses weiche diese Erdnussmasse, das lieben die. Mhm. Da hängen die sich mit einem Bein an einen Ast und, weil ich hänge die immer so, dass nur die Vögel da rankommen, aber die Eichhörnchen, die hängen wirklich mit einem Fuß, mit einem Hinterbein an einem Ast, um da dran zu kommen. Das ist herrlich, habe ich schon fotografiert. Cool. Also mich hat die Geschichte auch, womit wir schon dann beim Thema Vögel wären, erinnert an einen Bekannten, der im WhatsApp-Status der CE, er sei gegrüßt, der Ben kennt ihn auch, der hatte plötzlich ist ihm aufgefallen, dass im Erdgeschoss an einem Fenster von außen der Holzfensterrahmen lauter so Löcher hatte und er dachte, da wäre ein Specht unterwegs, hat dann irgendwie sich auf die Lauer gelegt und dann saß da immer eine Schwanzmeise auf dem Fensterrahmen von außen und dann kamen immer öfter Bilder und Videos im Status, wo diese Schwanzmeise die Scheibe auch rauf und runter flog und er hatte irgendwie gesagt, ich habe eine verrückte Meise, was soll ich machen? Und die Leute, dann kamen irgendwann Bilder, da haben ihm die Leute, Freunde schon irgendwie Vogelhäuschen und Vogelfutter alles geschickt, er stand da mit den ganzen Sachen, wusste nicht ein noch aus, mittlerweile ist die Schwanzmeise weg, aber sehr, sehr lustig. Ich vermute, die hat da irgendwie eine Spiegelung gesehen in der Scheibe, Büsche oder so. Also wenn sie alleine unterwegs war, ist schon sehr ungewöhnlich. Alleine, weil die sind immer zu 5, 6 bis zu 10 Vögel unterwegs. Eine ganze Familie. Vielleicht sollte die ja nur gucken, ob die Luft rein ist. Ja. Aber Thomas, weißt du das zufällig? Ich bin ja so ein Fan von Sprichwörtern. Und du sagst gerade, der hat eine Meise. Man sagt ja auch, wenn einer spinnt, du hast ja wohl eine Meise. Weißt du zufällig, wo das Sprichwort herkommt? Sonst nehmen wir es nochmal als Hausaufgaben mit. Ja, als Hausaufgabe gerne, aber also Meisen sind sehr intelligente und vor allem die Blaumeisen, die kleinen, die sind sehr resolut. Also die verjagen sogar Amseln, wenn es ums Futter geht. Ja. Also, keine Ahnung, das würde mich auch interessieren. Okay, dann machen wir einen kleinen Cliffhanger, oder weißt du es? Ich weiß es auch nicht, aber es gibt ja allgemein auch, du hast ja einen Vogel oder sowas. Also ja, ist ja, ja, auch, stimmt, ja. Ach, was ich vorhin noch aufgeschnappt habe. Bei dir piept's wohl. Du hast den Plural von Vogel benutzt vorhin, Vögeln. Und letztens habe ich mal jemandem erklärt, woher dieses Wort Vögeln im menschlichen Bereich herkommt. Und das kommt tatsächlich von den Vögeln, weil die, wenn das Weibchen Eier produziert in ihrem Organ, dass sie da ständig nachvögeln. Damit das auch sicher ist, dass es befruchtet ist. Und daher kommt das Wort Vögel. Oh, also Thomas, wir haben das nicht abgesprochen, aber du weißt nicht, dass ich seit Neuestem mit der KI Musik mache. Und du hast mir mit den Vögeln das Stichwort für einen kleinen Song gegeben, den ich nur für diese Sendung produziert habe. Ich spiele ihn nur kurz an. Country. Sitzt ein kleiner Spatz, im Kirschbaum hat er seinen Platz, zwitschert fröhlich, wie er mag, seinen Song den ganzen Tag. Piep, 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 schuh, schuh, wir sind gut zu Vögeln, was bist du? Piep, piep, piep und kra, 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 Amsel, Drossel, Superstar.
Ja, so geht's Country. Immer weiter. Country, sehr schön. Im Country-Style. Vor allem, du kannst Banjo spielen, das wusste ich gar nicht. Ich kann alles seit neuestem. Ich wusste gar nicht, dass ich so musikalisch bin. Das ist sehr schön gemacht. Ja. Doch. Das ist, wir sind gut zu Vögeln von Voll in die Presse. Und das haben wir jetzt auch schon aufgeklärt. Das wollte ich nämlich eigentlich als Frage hier, mitnehmen. Du hast es quasi proaktiv schon geklärt. So bin ich. Und weil wir den Thomas hier gerade so ein bisschen schon auf Temperatur gebracht haben, kurz die Frage, wie schmeckt das Bier? Also du hast ja hier ein Kapuziner-Weißbier als Special Guest. Das kenne ich, das gibt es bei Trinkgut auch. Also, ja. Und beim Rewe und bei anderen auch. Ja. Aber ich trinke eh nur Weizen. Wenn ich ein anderes Bier trinke, dann bin ich morgens... Ein bisschen mal betrunken, ne? Ja, komisch. Und das Gösser Biostoff-Lager ist so ein... Lager kann man nie was zu sagen, ne? Schmeckt immer... Schmeckt Export. Früher hat man Export gesagt. Ja, schütte ich gleich nochmal ein. Dem Sammer habe ich im Übrigen, weil er immer gerne auch auf ein Bier verzichtet, auch ein, ich weiß nicht, wie das heißt, Fösslacher oder so. Ich habe da auch ein österreichisches Wasser mitgebracht. Ist ja Wahnsinn. Also die Flasche da, damit du nicht denkst, ich mag dich nicht. Fösslauer, sorry, so heißt das. Fösslauer. Ist ein bisschen Blubber drin. Also wenn du jetzt österreichisches so Wasser. Wie wir vom Bier die ganze Zeit aufstoßen musst, dann ist das dem Wasser geschuldet. Ja, kann man besser rülpsen. Gut, jetzt aber. Thema des Tages Vögel. Ich finde, wir haben es ganz wunderbar die Kurve gekriegt über das Eichhorn. Ja. Irgendwelche paranoiden Studentinnen, die in ihren Betten kauern. Ach, ich wollte dazu noch kurz sagen, dass wenn sie Glück hat, nimmt sich ja der Habicht dem Hörn an. Oh, weil die das lieben ist der Fressfeind. Der Habicht. Die fressen die gerne. Ja, da direkt mal ein Verbrauchertipp hier an die junge Dame. Was zu tun ist. Für einen Habichtler bestellen. Kein Falkner, sondern einen Habichtler. Die heißen echt so. Cool. Habichtler. Wer mag denn jetzt in das Thema hier tatsächlich mal mit einem Presseartikel einleiten? Also ich kann gerne mal mit meinem beiläufigen Artikel einleiten und dann kommt nämlich auch direkt die Kernfrage, was haben Vögel denn so drauf? Ich habe nämlich einer Studie in Tübingen zufolge der Uni Tübingen können Krähen nämlich zählen und zwar auch planen, wie oft sie rufen, also zumindest von 1 bis 4. Und ja, im Experiment haben die Tiere es tatsächlich geschafft, so auf Kommando ja bis zu 4-mal zu krächzen. Und offensichtlich waren sie auch in der Lage, schon vorab durch den Klang ihrer Rufe zu zeigen, wie oft sie dann krähen werden bei diesem Anlauf. Und Tiere sind auch nur Menschen, manchmal verzählen sich die Krähen auch. Aber tatsächlich, ja, so von 1 bis 4 und Planbarkeit ist das Stichwort. Ja, die wissen, was sie tun. Also den Rabenkrähen meinst du, ne? Eine Rabe oder Krähe, korrekt gesagt, ist eine Rabenkrähe, aber denen traue ich das zu. Die sind sehr intelligent, die Vögel. Von diesen Tübinger Studien habe ich bis jetzt noch nie was gehört, aber es gibt einen bekannten Professor, Peter Berthold. Der wüsste das bestimmt. Also Peter Berthold ist der Fachmann auf dem Gebiet in Deutschland. Die Studie ist natürlich auch an. Ja, die Studie ist natürlich auch brandneu. Wir wollen ja auch, dass unsere Gäste was mit nach Hause nehmen. Aber den Professor bringen wir vielleicht auch nochmal mit. Ja, zu den intelligenten Krähen übrigens kann ich nur empfehlen, durchzuhalten bis zum Quickie. Da habe ich auch noch eine Bombenstory, was Krähen mit der Müllabfuhr zu tun haben. Quickie für unseren Gast und neue Hörerinnen und Hörer ist immer Sammers Spezialrubrik am Ende, wenn er noch mal ganz kurz und knackig einen raushauen darf. Wie es so seine Art ist. Ja. Genau, kurz und bündig. Ich sehe hier gerade einen Zettel liegen, alle Vögel sind schon da. Das ist nicht ganz richtig, jetzt ist Ende Mai. Die meisten sind schon da, die jetzt hier im Brutgebiet angekommen sind, aber es fehlen noch die Grauschnäpper zum Beispiel. Die gibt es hier auch hier am Klosterwald. Die sieht man am Rand des Waldes sitzen. Die fliegen dann durch die Luft, schnapper sich Insekten aus der Luft und fliegen meistens auf den gleichen Ast zurück. Ganz hübscher Vogel. Aber fast alle sind schon da.
Okay, dann texten wir ganz frisch um. Fast alle Vögel sind schon da. Musst du auch ein Lied draus machen lassen. Dann ja, ich muss nicht übertreiben hier. Aber dieses Insekten aus der Luft wegfangen, das finde ich sowieso sehr spannend. Wir haben bei uns im Garten immer mal eine Bachstelze, die das auch macht. Das sieht, man denkt immer erst, die hat irgendwie was geraucht, weil die dann plötzlich so hoch springt. Aber wenn man da mal nachliest, das ist einfach ein geschickter Insektenjäger. Genau, genau. Ja, aus der Luft. Vielleicht nehme ich das einfach auf, wenn der Prollo den Eisbrecher abgeschlossen hat, weil mein Vogel, den ich hier vorstellen möchte, natürlich auch mit einem Artikel, ich habe es jetzt hier nachgestellt, naturbegegnung.de heißt die Seite. Original habe ich es tatsächlich im Radio gehört, Mausradio gibt es auch als Radio. Und da haben sie über die Wacholderdrossel berichtet. Und ich fürchte, ich habe es schon mal irgendwann fallen lassen, weil es mich so geflasht hat. Die Wacholderdrossel ist hier ein süßer Vogel, der kommt, glaube ich, aus dem Norden. Also das ist anders als die abhauen. Das ist einer, der zu uns kommt aus dem hohen Norden und sich dann hier bei uns breit macht, wenn es ihm da im Norden zu kalt wird. Und der hat eine ganz besondere Art, sich gegen Fressfeinde zu verteidigen. Stellt euch vor, er fliegt so durch die Luft und da kommt dann irgendwie, was weiß ich, ein Falke an und will ihn fressen. Oder ein Sperber, genau. Das ist hier, hier werden einige genannt, die ihm da halt zu Leibe rücken. Und dann gibt es eine Zwischenüberschrift in diesem langen Artikel, warum Greifvögel die Wacholderdrossel fürchten. Und Thomas, du weißt es mit Sicherheit. Mhm. Und die Jungs, ich fürchte, ich habe schon mal angeteasert, aber kommt ihr drauf, was die für einen Verteidigungsmechanismus haben? Die fliegen dann auch oft in Schwärmen, muss man auch dazu sagen. Das ist so ein ganzer Schwarm Wacholderdrosseln. Also ich hab mal nur von, glaube ich, auch irgendwelchen Krähenvögeln gehört, die sich sozusagen auf den Rücken der Vögel im Flug draufsetzen und so dann auch durchaus gefürchtet sind von denen. Also diese Greifvögel haben da durchaus Respekt vor diesen Strategien. Genau, und da hat, in dem Kontext habe ich auch noch gelesen, die Greifvögel gehen dann gerne in höhere Gefilde, weil dann die Luft irgendwie so dünn wird, dass dann irgendwann der Krähenvogel runtergeht. Nee, ja. Also hier muss ich dazu sagen, ich habe ja zum einen gesagt, ich schließe eine Brücke von der letzten Sendung. Sag noch mal, oder ich gebe euch noch mal das Stichwort. Da hat ja der Superbiologe Reinherr sehr monothematisch immer auf einem Thema rumgeritten. Ich wollte es mir als Scherz eigentlich aufbewahren, aber ich musste sofort an Täuschkörper denken, die wir auch von Militärjets kennen. Und ich habe mir gerade so ein Vögelchen vorgestellt, das so in der Luft köttert, damit der Raubvogel verwirrt ist. Ja, also das wäre ein Ablenkungsmanöver. Genau. Aber die gehen richtig aggressiv zur Gegenattacke auf. Und damit ich es nicht auflöse, wir haben ja einen Experten hier eingeladen. Thomas, erzähl doch mal, wie die Wacholderdrossel-Kolonie, die von einem Raubvogel angegriffen wird, zum Gegenangriff übergeht. Also du hast schon richtig gesagt, die brüten in lockeren Kolonien. Ja, kann man hier an der Sieg auch beobachten. Und wenn zum Beispiel ein Sperber oder ein Habicht denen zu nahe kommt, dann schließen die sich zusammen spontan, fliegen den Greifer an und kurz bevor sie bei dem angekommen sind, drehen sich um und scheißen den an. Aber richtig mit Pfeffer, so richtig rausgespritzt. Ne? Und man hat schon Greifvögel gefunden, deren Gefieder derart damit vollgeschissen war, ich darf das hier mal sagen, ja, dass der flugunfähig war. Hier steht sogar, da sind welche verendet, weil das so ätzend auch ist, dieser Kot. Ja. Und sehr, sehr, sehr klebrig, dass sie halt auch tatsächlich ihr Gefieder so verklebt haben, dass sie letzten Endes verendet sind. Und erfahrene Greifvögel machen deswegen einen Bogen um diese Wacholderdrosseln, weil sie das natürlich nicht riskieren wollen. Ja, nicht schlecht. Das ist wirklich ungewöhnlich. Ich überlege gerade, ob es einen anderen Vogel gibt, der das macht, ist mir nicht bekannt. Nee. Kennst du denn die Krähe davon, diese Krähenart, die der Sammer sagte, die sozusagen sich auf den Vogel setzen? Das finde ich sehr ungewöhnlich. Also eigentlich, das machen, schätze ich, Rabenkrähen, weil die greifen, das kann man hier beobachten bei uns am Wald, die greifen die Bussarde ständig an, immer zu zweit, weil denen das einfach Spaß macht. Und der Bussard ist sich gar nicht bewusst, dass er nur einmal mit der Kralle hauen müsste und der Rabe wäre erledigt.
Ich habe keine Ahnung, wie das kommt. Aber weil du vorhin gesagt hast, da setzt sich jemand der Rabe auf den Rücken von dem. Das machen, das habe ich hier beobachtet mit einem Grauschnäpper. Da ist ein Eichelhäher, das sind ja Nesträuber, einem Grauschnäppernest zu nahe gekommen. Dann ist der Grauschnäpper, hat sich auf den gestürzt, hat sich hinten an den Kopf gesetzt und hat dem auf den Kopf gehackt. Das war direkt über unserem Garten. Das war völlig irre. Habe ich noch nie gesehen vorher. Wahnsinn. Die sind dann völlig schmerzfrei, die kleinen Vögel. Ihr kennt ja einen Kuckuck, ne? Die legen ja ihre Eier auch in ein Nester von Schwarzkehlchen. Das ist so ein kleiner Das Singvogel. Kuckucksei. Das, ja, sagt man Kuckucksei. Auch. Das ist auch so ein Sprichwort. Ne? Und der Kleine, der ist, Kuckuck ist so wie eine Taube. Und der ist so groß, das Schwarzkehlchen. Die greifen den an und vertreiben den. Die riechen den, weil die mögen ja nicht, dass der junge Kuckuck dann die Eier aus dem Nest schmeißt. Ne? Also da, Kuckuck ist ein Thema für sich. Tolles Thema. Ja. Nee, also Vögel, je mehr man sich damit beschäftigt, sind ja irgendwie faszinierend. Also auch sehr, sehr unterschiedlich. Sehr, ja. Sehr klasse. Es ist unglaublich. Ich habe diesen Artikel, wenn ich das noch sagen darf, mit den hier, alle Vögel sind schon da auch hier liegen, weil ich lange dachte, dass der gute Herr von Fallersleben eine Meise hatte. Und die Amsel einfach als Zugvogel bezeichnet hat, obwohl sie ja gar keiner ist. Und habe dann lernen dürfen, dass die Amsel tatsächlich damals noch ein Zugvogel war und jetzt durch den Menschen es eigentlich hier so gemütlich findet im Winter, dass sie dann auch gleich da bleibt. Ja, ist ein Kulturfolger. Mhm. Also tut sich sowas, passiert ja immer. Zum Beispiel die Mönchsgrasmücke ist eigentlich ein Zugvogel, der im Herbst nach Afrika zieht. Aber der hat sich jetzt in Südengland gemütlich gemacht. Die fliegen also nicht mehr bis Afrika, sondern es reicht ihnen, wenn sie in Wales Station machen, weil das ist Golfstromeinfluss. Das ist denen warm genug. Ja. Mhm. Also das ändert sich. Sowas kann sich ändern. Zum Thema Amsel direkt eine Expertenfrage, weil ich das jetzt gerade nicht zum ersten Mal beobachtet habe bei mir im Garten. Also die Amseln singen ja wunderbar. Ne? Ich muss ja mal daran erinnern, dass der Ben mal sagte, wer will denn eine Amsel in seinem Garten haben? Aus Unwissenheit, glaube ich, hat er das gesagt. Ich habe aber beobachtet, die haben auch einen Ruf, der hört sich an wie eher wie eine fiepende Maus. Also das ist, da kommt man erstmal gar nicht drauf, dass das die Amsel sein könnte. Aber ich habe es eindeutig mehrfach schon so gesehen. Ich frage mich, weil ich das immer nur im Frühjahr beobachte, ob das vielleicht so ein Ruf ist, um die Junge, die Ästlinge vielleicht zu finden oder sowas, dass die antworten, ich weiß es nicht. Hast du eine Ahnung? Also die sitzen dann im Verborgenen und fiepen so ganz leise. Ne? Ja. Das könnte zum einen sein, dass sich eine Katze da rumtreibt. Also das ist eigentlich der einzige Grund, wieso die das, glaube ich, machen. Ne? Wenn sie dann offiziell die Katze sehen, schreien sie laut und fliegen weg. Ne? Ganz sicher bin ich mir aber nicht, aber ich weiß, was du meinst, welches Fiepen. Ja, das ist, also man würde nie darauf kommen, dass das von der Amsel kommt. Ja. Tja. Ich kann also nicht alles beantworten, ne? Du hast aber zumindest, also du hast mit Halbwissen eine Antwort gegeben, genau das machen wir hier eigentlich seit 100 Folgen. Leider immer. Oh, ja, ich komme trotzdem wieder. Ja, ich kann mal von den heimischen Vögeln weggehen und zu einem, wir hatten es ja vorhin schon, ich hatte den genannt, der Schwefelmaskentyrann. Traumhafter Name, allein deswegen, das muss man schon abfeiern irgendwie. Und da sind wir auch wieder im Thema Wissenschaft. Es ist einem Forscherteam gelungen, ich fange mal vielleicht von vorne an. Also sinngemäß basiert das alles drauf, dass es so seit den 60er Jahren ja untersucht wird, so die Traumforschung. Und man inzwischen auch drauf gekommen ist, also nicht nur inzwischen, schon länger her, dass auch Tiere träumen durchaus. Und man hat das am Anfang mit Katzen vor allen Dingen auch getestet, auch mit teilweise nicht so ganz so schönen wissenschaftlichen Methoden. Man hat ihnen dann teilweise bestimmte Areale des Hirns abgeklemmt und hat dann festgestellt, ob dann wieder Zusammenhänge sind. Tatsächlich ist man bei den Vögeln jetzt tatsächlich auch so, dass man da auch schon seit längerem davon ausgeht, dass die träumen. Und spannend ist es ja dann halt aus Seiten der Wissenschaft, was da geträumt wird. Also wie die träumen, was die träumen. Und da kommt dann der eben genannte Schwefelmaskentyrann ins Spiel, der... Also man muss dazu sagen, Tyrann oder Tyranni, das sind im Prinzip sind das so Schreivögel. Das heißt, die sind... tyrannisieren ihre Umgebung durchaus mit sehr lauten Schreien. Das ist wirklich
wie soll ich sagen, also ich habe es jetzt hier nicht live gehört, aber es ist wohl teilweise sehr beeindruckend, was sie da für Töne erzeugen können. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen vor allen Dingen auch, dass er eine andere Form eines Kehlkopfs hat. Also der untere Kehlkopf wird dir erklärt. Also ich glaube, wir haben eine Tonaufnahme. Ja, genau. Das war der typische Schreivogel. genau. Die haben einen etwas simpleren Kehlkopf und deswegen ist er auch in den Fokus der Forscher gerückt. Und die haben jetzt tatsächlich, also ein argentinisches Team hat tatsächlich über einen Umweg, und zwar durch Muskelinformationen, das heißt die Muskeln, die mit dem Stimmapparat verknüpft sind. Und die haben, diese sind gemessen worden quasi während des Traums. Da gibt es verschiedene Aktivitätsmuster und die sind gemessen worden oder konnten gemessen werden zum ersten Mal per Elektromyographie. Und das hat er dann in hörbare Klänge umgewandelt. Das heißt, wir haben quasi eine kurze Sequenz. Sie ist auch wirklich nur kurz und ich bin mal gespannt, ob das jetzt überhaupt... Ich weiß, ob es gehört hat. Ja, ja, ja klar. So Star Wars-mäßig. Ja, genau. Das ist so eine Art Thriller. Und dieser Thriller, das ist tatsächlich, klingt, wie es bei den Vertretern bei territorialen Streitereien entfährt. Also, das ist quasi der Ton, wenn die sich irgendwie untereinander zanken. Genau. Mhm. Und gleichzeitig mit diesem Thriller, der dann quasi über diese Muskelbewegungen nachgestellt wurde, hat der Vogel auch seinen Federkamm auf den Kopf aufgestellt im Schlaf. Was er tatsächlich auch macht bei aggressivem Balzgehabe. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Ich meine, ich weiß nicht, was diese Forschung bringt, also wo man damit hin will, außer dass man belegt, okay, die Vögel erleben im Traum, ähnlich wie Menschen halt verarbeiten, irgendwie Erlebtes in irgendeiner Form. Aber spannend finde ich es trotzdem. Also allein die Herangehensweise, wie die da an diese Informationen gekommen sind. Für eine Doktorarbeit ist immer sowas gut. Ja, ne? Also diese Assoziation des Vogels im Schlaf, dass sie das... wenn er das hört, also wenn er davon träumt, von diesem Ruf, dass sich dann sein Kamm aufstellt, das ist eigentlich verständlich, weil das gehört dazu, ne? Ja, das ist bei Menschen ja auch so, bewegen sich ja durchaus auch und auch im Schlaf und man, Bewegungsmuster, die vorhanden sind, werden irgendwie nachgestellt. Also ich fand das sehr spannend irgendwie und natürlich auch den Namen des Vogels sensationell. Ja, der hört sich echt cool an. Vielleicht eine ganz kurze Getränkepause. Ja, auf jeden Fall. Bevor du sagst, was du mitgebracht hast, das muss ich auf jeden Fall loswerden, sonst kriege ich einen riesen Ärger. Der Jim Knopf kredenzt nämlich ein Bier, was er persönlich in Berlin gekauft hat, im Ampelshop, nämlich das Ampelmann-Pilz. Und das wollte das ich jetzt ja hier... Aus. So, was sagt der Jugendschutz da so? Wie alt ist Jim Knopf? Ja... Wir machen gute, falsche Ausweise. Es gibt jetzt schon Neuauflagen von dem Buch, wo der Jim Knopf keine Zigarre mehr im Mund hat. Also, das haben aber immer noch das Bier im Shop gekauft. Die Gender Gaga Heinis haben das durchgesetzt. Aber jetzt dürfte er ja kiffen. Ja. Obwohl, nee, er ist noch keine 18. Nein. Also, darf ich dir das rüberreichen zum Öffnen? Also wie auch immer, in welcher Reihenfolge ihr es auch immer trinken wollt. Ich möchte dem Jim Knopf ganz ausdrücklich danken. Und natürlich trinken wir das bevor meine Sache gegebenenfalls in eure Gläser fließt, weil das ist ein ganz wunderbares Ampelmann-Pilz mit einem Ampelmännchen drauf. Und was natürlich noch besonders attraktiv an dieser Flasche ist, sind zwei Kronkorken, die da irgendwie als Beigabe drin sind, mit einem Stopp-Ampelmännchen und einem grünen Walking-Ampelmännchen. Zum Wiederverschließen sind die, das sind so Kunststoffdinger. Praktisch. Also das werden wir jetzt hier zu unserem Podcast-Equipment hinzufügen. Vielen, vielen Dank, Jim Knopf. Und du darfst auch gerne beim nächsten Mal wieder selber mixen. Also wir haben dich jetzt ein paar Mal... Thomas, der Jim Knopf, der Sohn vom Herrn Sammer, der ist ein ganz hervorragender Cocktailmixer. Und damit du sozusagen nicht so eine hohe Latte hast, habe ich nämlich was mitgebracht, nachdem wir letzte Sendung ständig über Kacke geredet haben, habe ich aus Kroatien Pipi mitgebracht. Ach, das kennt man. Das Pipi ist in Kroatien ein sehr beliebter antialkoholischer
Fanta-Verschnitt und gibt es auch mit Wassermelone. Ich weiß nicht, wie geil ob ihr euch ist das traut, ich kannte das noch nicht. Ob ihr euch traut, das zu trinken. Ich war mal auf Split, also in Split und auf der Insel, die da vorgelagert ist. Da gab es das auch in jedem Restaurant, haben wir uns immer lustig drüber gemacht. Pipi, einmal Pipi bestellen. Doch, das will ich aber auf jeden Fall. Ja, ich habe das gesehen an meinem letzten Tag und dachte, also einmal Pipi mit in den Podcast bringen. Und der Sammer hat ja schon Kuhurin mal angedroht und solche Dinge. Das schmeckt, glaube ich. Hatte auch schon 100-jährige Eier dabei. Ach nee, das war. Ja, den Kuhurin, das war noch zu Zeiten, wo, das muss man mal dazu sagen, wo die Jungs noch jung und mutig waren. Die waren sich nämlich wirklich nicht sicher, ob das nicht Kuhurin ist, den ich da mitgebracht habe, und haben es trotzdem getrunken. Heute, wenn ich jetzt was anbringe, dann, oh nee, 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 bloß nicht. Ja, nachdem du uns mal Schleimlöser untergejubelt hast. Ohne Einwilligung und ja, dann war aber spätestens bei den 100-jährigen Eiern Schluss. Zu hören in der Osterfolge, ich weiß nicht, 82. Die 100-jährigen Eier waren doch, was war da, der Kissinger oder was? Ne? Das war ja, aber hier der das war ja später. Das war ja später. Da hat der Pollo nur sehr geil drauf. Ja. Aber wir haben in der Osterfolge hat er ja wirklich mal 100-jährige Eier, eine Delikatesse aus China, ekelhaft, einfliegen lassen. Ja. Widerlich. Also, habt ihr das probiert? Er hat sich keiner getraut. Nee, ist auch, ist auch schon echt ekelhaft, also sonst roch auch wirklich nicht schön. Mm. Also. So, lieber Jim Knopf, ich kredenz mir mal einen Schluck von dem Ampelmann-Pilz und gebe das hier rum. Ganz freundlich. Das ist eine schöne Flasche. Unser Gast bleibt beim Weizen, weil sonst wird er ja betrunken, hat er gesagt. Und dann kann er nicht mehr redde. Und oh, das schäumt auch sehr schön. Ich finde es ganz toll. Also vielen, vielen Dank. Das begrüßen wir immer sehr, wenn Leute diesen kleinen, selbstfinanzierten Podcast mit Bierspenden unterstützen. Oh, da kann ich doch das nächste Mal auch was mitbringen. Ich verrate aber noch nicht was. Kennt ihr garantiert nicht. Cool. Aus das ist das Beste. Aus meiner Heimatstadt. Sagst du uns denn die Heimatstadt? Dass wir Oelde in Westfalen. Aber wenn das jetzt solange jemand nicht hört, Oettingen ist. So, wenn das jetzt jemand hört und der bei meiner Taufe, ich bin zum Rheinländer getauft worden, als ich nach Bonn gezogen bin, da musste ich schwören, dass ich nie mehr sage, wo ich herkomme. Aber es ist ja zum Glück kein Zeuge hier. Nee, wir sind ja unter uns. Wenn ein Zeuge dabei gewesen wäre jetzt hier, dann hätte ich tausendmal schreiben müssen, Gott schuf in seinem Zorn Bielefeld und Paderborn. Wobei jeder weiß, dass es Bielefeld ja nicht gibt. Stimmt. Ne? Also stimmt. Alles halb so kurze gut. Info zum Pipi, es sieht auch aus wie Pipi. Ich habe hier gerade eine Dose Flüssigkeitsmangel. Geöffnet. Das ist aber schwer Flüssigkeitsmangel. Ich Wasser ja. Oder du machst gerade Karottendiät. Ja. Prost. Prost. Ja. Prost. Ich probiere das Ampelmann-Pilz und frisch gestärkt geht es dann gleich weiter. So. Thomas, gehen wir dir mit unserer Unwissenheit schon auf die Nerven oder geht's noch? Nö, ich habe gerade an Rauchen gedacht, aber ich kann das auch wieder aufhören. Okay. Ja, du kannst doch jetzt hier, wie heißt das nochmal, Feng Shui-Yoga? Das hast du mir letztens noch erzählt. Raja-Yoga. Du kannst dich ja quasi auf was anderes auch konzentrieren. Im Hier und Jetzt nicht rauchen, sondern Podcasten. Also konzentrieren reicht. Dann hört das von selbst auf mit dem Denken. Also weil Gedanken kommen ja, wenn man morgens aufwacht, hat man schon 35 Gedanken im Kopf. Das ist... sind schon 36 zu viel. Das stimmt. Und das kann man sich abtrainieren. Das ist wunderbar. Ja, die Amerikaner haben das ja schon ganz großartig geschafft, das Denken sich abzutrainieren, oder? Es gibt verschiedene Zugänge. Also Zugang. Teekesselchen. Soll ich mal mit meiner Horrorgeschichte hier um die Ecke kommen? Ja, nach dem Pipi, glaube ich. Ihr kommt doch mal mit deiner Horrorgeschichte um die Ecke. Soll ich mal? Wie? Ja, doch, Mensch. Ja? Jetzt frag mich doch mal, ob ich mal mit meiner Horrorgeschichte... Hast du eine Horrorgeschichte? Oder eine Ecke? Also ich habe tatsächlich eine echt finstere Geschichte. Und wo soll eine finstere Geschichte spielen, wenn nicht in Finsterwalde? Also da ist Folgendes passiert. Jetzt erst vor Kürzerem tatsächlich. Und zwar geht es um Kolkraben. Da gibt es einen landwirtschaftlichen Betrieb der in Finsterwalde, der unter anderem Gänse und Rinder züchtet. Und in der Nähe ist irgendwie auch eine größere Kolkrabenkolonie. Und jetzt ist es tatsächlich so gekommen, dass, und das ist in zwei verschiedenen Zeitungen, Online-Medien zu finden, also muss es stimmen, ist es so gekommen, dass diese Kolkraben
Das sind sehr, sehr intelligente Tiere, das hatten wir ja schon. Überhaupt Krähentiere, Rabentiere sind unheimlich lernfähig. Und eigentlich ist es so, das sind Aasfresser überwiegend oder kleines Getiers, eine Maus mal oder so. Sonst wagen die sich eigentlich an lebendige Tiere nicht ran. Aber hier bei diesem landwirtschaftlichen Betrieb haben die es geschafft, dass die Gänsezucht komplett eingestellt wird, weil die Gänse angegriffen haben, so dass die denen immer die Augen ausgehackt haben. Und jetzt wird es noch fieser, die Rinder. Normalerweise, die sind da viel draußen und die kriegen auch ihre Kälber auf der Weide. Noch während die Rinder, also noch während die Kuh sozusagen presst und das Kalb da halb rausguckt, haben die sich auf die Kälber, auf die Neugeborenen gestürzt und denen auch die Augen ausgehackt und haben sich dann an Nabelschnur und After gemacht und irgendwie versucht, da die Gedärme rauszukriegen. Und es hat natürlich einen riesen Aufruhr da gegeben. Die Kolkraben sind geschützt, weshalb die da nicht abgeschossen werden dürfen. Die haben es probiert mit irgendwelchen Lautsprecheranlagen, mit so Intervallschüssen und so weiter. Achtung, also, Achtung, liebe Kolkraben, Sie müssen diesen Quadranten bitte verlassen. Also sie haben wirklich alles mögliche ausprobiert und das funktioniert aber immer nur beim ersten Mal. Die Raben sind im Übrigen sonst einfach zu schlau und raffen, da kommt keine Gefahr her und machen einfach weiter. Und ja, also die Gänsezucht wurde eingestellt. Die Rinder werden jetzt in 10 Kilometer Entfernung auf eine Weide geschickt, weil die Kolkraben da nicht unterwegs sind. Und naja, die beschweren sich natürlich auch ein Stück weit, weil sie sagen, wir dürfen irgendwie eigentlich nichts machen, weil die geschützt sind. Und der Landrat oder das Landratsamt, das will uns auch nicht so richtig helfen. Das Landratsamt wiederum sagt, ja, das stimmt nicht und so schlimm ist das Ganze auch gar nicht. Und sagen, es sei, sie würden empfehlen, da zum Beispiel irgendwelche Netze aufzuhängen oder Sonnensegel, damit die Gänse da in Sicherheit sind und so weiter. Und das ist aber zu unwirtschaftlich, sagt dann wieder der landwirtschaftliche Betrieb. Also eine ziemlich, finde ich, durchaus auch eklige Geschichte, findet ihr nicht? Also ich sag mal als Experte was, es ist durchaus vorstellbar, dass die Kolkragen das machen. Das ist einfach Nahrungserwerb. Ne? Die picken alles und die sind auch, ich will nicht sagen aggressiv, aber Vögel wollen immer nur erstens überleben, zweitens sich fortpflanzen. Und ein Vogel, der überleben will, der frisst, der pickt auch Augen aus. Das gibt's auch in Südamerika bei den Rindern. Oder eben bei der Geburt, die Nachgeburt oder das Kalb wird angegriffen. Ich verstehe nur nicht, wieso eben diese Landschaftsbehörde das nicht freigibt, dass man da einen Teil abschießt. Weil es ist genau wie hier an der Sieg mit den Graugänsen. Die werden eben, sind auch nicht zum Abschuss freigegeben und die vermehren sich wie Harry. Und wenn dann da jemand hinkommt und da mal ein paar abschießt, wird er sofort von den selbsternannten Naturschutzgöttern angeprangert und als Mörder bezeichnet. Das ist völliger Unsinn. Das hat mit Naturschutz nichts zu tun. Und so würde ich das ähnlich bei den Kolkraben auch sehen, dass das denen nichts ausmacht. Was heißt dem einzelnen Vogel? Natürlich, wenn er einen drüber geballert kriegt. Aber dass man da die Bestände auch im Rahmen hält. Ja, es ist wohl so, dass also der Antrag wurde formal nicht gestellt, jetzt von den Landwirten, die abzuschießen. Aber man kann rauslesen, dass sie signalisiert bekommen haben, dass das wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen genehmigt wird. Und denen wollte man eigentlich erstmal ganz andere Maßnahmen zumuten, zum Beispiel Netze und weiß nicht was alles. Ich für meinen Teil muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe so ein bisschen, ist auch der Jurist in mir mit mir durchgegangen. Wenn meine Kühe da angegriffen werden, ja, geschützte Vögel oder nicht, das ist ja mein Eigentum. Mal ganz abgesehen davon, dass das auch Lebewesen sind, ja. Also ich hätte mir einen Trainingskurs bei der Frau Heide Witzka geholt und hätte mir mal ein bisschen Schießtraining geben lassen. Dann hätte ich mir nur mit zwei Ästen Zahn, hätte ich mich auf die Lauer gelegt und die Vögel da abgeschossen, ja. Da kannst du aber annehmen. Und vor allem, wenn die das eine Zeit lang erleben, die graben, dann hauen die auch ab. Ja eben, gerade weil sie so lernfähig sind. Das heißt ja nicht, dass man die ausrottet. Nee, das ist genau wie diese Geschichte mit dem Wolf.
Das ist ein Politikum, ne? Dieser, ich sag mal ganz provokativ, viele NABU, also NABU ist ja auch so eine NGO, ne? Ich weiß nicht, NGOs kennt ihr, ne? Non-Government genau. Organization. Und die sind eben völlig durch links ideologisiert, ne? Die wollen nicht die Natur schützen, die wollen die Tierbestände des Mittelalters hier wieder einführen, ne? Und das ist mit dem Wolf genauso eine politische Geschichte. Wenn die noch mehr hier reinkommen, dann muss man die bejagen, weil die reißen die Schafe und ich weiß nicht, welche Tiere der hier ansässigen Landwirte. Das geht nicht. Ich habe nichts gegen den Wolf. Ich auch nicht und ich kenne auch da die Situation mit den Goldgraben nicht. Es ist, glaube ich, einfach so ein bisschen der Sache geschuldet, dass der wenige Raum, der da ist, halt immer mehr von teilweise landwirtschaftlichen Betrieben oder sonstigen Betrieben natürlich belegt wird und dann natürlich die freie Wildbahn oder die Tiere, die in der freien Wildbahn leben, dann immer weiter zurückgedrängt wird. Völlig richtig. Das muss man auch mal so sehen. Ja, also das völlig hat, richtig. Wie gesagt, ich kann jede Position verstehen, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, naja, wenn man den Tieren keinen Raum zugesteht, dann werden an den, ich nenne es jetzt mal Grenzen oder in den Übergangsbereichen wird sowas immer in irgendeiner Form vorkommen. Ja, ne? Und ja, das sehe ich auch so. Ist bei dem Wolf so. Also ich meine, ob es jetzt 10 Wölfe gibt oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Und klar, für den Bauern X oder Y ist es blöd, wenn 5 Schafe oder was weiß ich gerissen werden. Mhm. Und hier ist das mit Sicherheit auch nicht schön für die Landwirtschaft da. Aber auf der anderen Seite findet da ja ein, ich sage jetzt mal schon, ein Verdrängungsprozess statt. Und da kann man dann schon von der anderen Seite auch argumentieren, je weniger unterschiedliche Tierarten es gibt, desto schlechter ist es insgesamt für alle. Das muss man halt auch sagen. Also die Vielfalt ist hier schon auch ein ganz wesentliches Gut, das würde stimmt. Ich jetzt mal sagen. Ja, sehe ich auch so. Du hast das angesprochen mit der zum Beispiel intensive Landwirtschaft. Ne? Das hat auch die Vögel stark reduziert. Ne? Also, seit den 1960er Jahren gibt es 48 Millionen Brutpaare weniger, Singvögel. Und was tatsächlich noch, hatte mir auch Artikel rausgesucht, ich schenke es mir jetzt, weil das ist jetzt auch kein ganz neues Thema, aber es wird ja auch die Nahrungsgrundlage für viele Vögel, sprich Insekten, sind ja massiv reduziert worden durch Insektenvernichtungsmittel, durch Monokulturen etc. Ja. etc. Das sind ja alles Probleme. Also, dass die Tiere auch die normalen Nahrungskettenwege gar nicht mehr einhalten können, wenn oder dass sie andere Wege finden müssen. Und wenn dann eben schlaue Goldkragen sagen, naja, also Rinderaugen oder bei so einem Bereich, das ist halt ein Versuch wert und es klappt halt, dann ist das eine Strategie zum Überleben letzten Endes. Ja. Also man kann es auch von der Seite sehen. Also von daher muss man da schon ein bisschen, ist völlig richtig. Bisschen abwägen. Dazu kann ich noch ein Beispiel sagen. Und zwar unter Mao Zedong in China wurde die Bevölkerung dazu angehalten, Singvögel zu jagen und die möglichst alle umzubringen. Spatzen. Haben die dann geschafft. Und Jahre später haben die gemerkt, dass das der Natur schadet ohne Ende. Also Insekten haben zugenommen, haben die halbe Ernte aufgefressen. Und dann haben die sich 180 Grad Wendung gemacht und haben die Vögel versucht, wieder einzubringen. Das war ein riesiger Fehler. Ne? Es gab es in Europa, also ich weiß das in Italien, ich würde mal geschätzt sagen, in den 70ern gab es so den Slogan, kein Urlaubsort, wo Vogelmord. Also auch da war dasselbe, dass da viele, viele Singvögel und Kleinvögel abgeschossen wurden. Ja, ja. Machen die heute noch. Genau, aus unterschiedlichsten Gründen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Das hat da auch ein bisschen dem Tourismus geschadet. Also insofern machen sie das, glaube ich, nicht mehr so offensiv. Aber das finde ich schon, das ist ein schwieriges, ist es auch schwieriger schwierig, Bereich. Ja. Ne? Ich stimme dir zu, Beef, es ist ein schwieriger Bereich und man muss natürlich tatsächlich auch die Vielseitigkeit und so weiter, das alles schützen. Ich denke nur, wie du auch eben sagtest, Thomas, wenn du da 2-3 Kohlgraben abschießt, dann wirst du nicht die Population gefährden und hast eventuell tatsächlich den Lerneffekt bei den Raben, den du haben willst. Ja, ja. Und es ist... Es ist so ähnlich ja auch mit den Wölfen. Ich finde das auch toll, dass sie sich wieder ansiedeln. Nur wenn da dann mal in einer Gegend irgendein so ein sogenannter Problemwolf unterwegs ist, den du einfach nicht in den Griff kriegst, ja, dann finde ich, dann muss man auch mal abwägen und fragen, riskiere ich die Population der Wölfe oder nicht? Wenn ich das nicht tue, dann finde ich, ist es okay, auch mal so einen Wolf zu entnehmen. Ja. Und ohne jetzt in die Diskussion noch weiter einsteigen zu wollen, man kann es auch hier wieder genau andersrum sehen, dass man sagt, naja, wenn da 3 Schafe gerissen werden, ist die Wirtschaft und die Existenz des Landwirts nicht gefährdet. Naja, 3, da gibt es gar nicht. Von mir aus auch 10. Also da gibt es ganz andere Geschichten, wenn so ein Wolf nämlich in so einem geschlossenen Gatter ist, wo die Tiere nicht fliehen können, dann finden da schon mal Massaker statt, da sind da 50 Tiere tot. Ja.
auch das lässt sich notfalls auch anders lösen. Also ich meine, das, wie gesagt, wir sind hier in einem, kommen in einem Bereich, wo wir, also andersrum formuliert, also wir haben durch die Ausbreitung vieler landwirtschaftlichen und sonstiger Betriebe, und ich will das gar nicht negativ darstellen, ganz nicht missverstehen, haben wir Konfliktsituationen, die sich nicht auflösen lassen. Ja, ich würde gerne, weil wir ja auch immer ein Verbraucher-Podcast sind und hier mit Lösungen auch aufwarten. Du hast eben gesagt, Lautsprecher-Durchsagen haben sie versucht. Vielleicht haben sie einfach nicht die richtige Durchsage gemacht. Ich hätte eine, die klugen Kolkraben können bestimmt auch Englisch. I will find you. And I will kill you. I kill you. Ja, die, Liesen, genau, das war der hier. Silence! I kill you! War das Liam Neeson wohl? Ja. Sehr geil. Ja, also die Geschichte, ich fand sie einfach nur krass, weil sowas hört man selten, ne, dass da irgendwie, also auf der hat auch noch ekelhafte Weise so kleinere Tiere so größere attackieren. Das ist schon heftig. Also. Es gibt ja dazu ein Beispiel aus Argentinien. Da gibt es ja diese vielen Rinderzüchte und da gibt es eine Fledermausart. Die hängen sich an den Hals von den Rindern und saugen die, hängen sich an irgendeine Ader und fangen dann an, ihre Nahrung zu sich zu nehmen. Ich hätte mal eine positive Geschichte. Ja. Wo der Mensch dem Tier quasi das Fliegen wieder beibringt oder dem Vogel. Es geht, hat jemand von euch schon mal, also bei dir unterstelle ich mal, du weißt es, der Waldrapp schon mal gehört? Mhm. Okay. Sonst schon mal jemand den Waldrapp? Ich kenne den Waldrap, aber... Ja. Waldrapp ist ein Rapen, ist ein... Gibt es demnächst als Song von mir? Das muss ich halt überlegen. Kann hier mal so ein Bild rumzeigen. Ja, ja, genau. Sieht so ein bisschen aus wie der Ben nach echt einer harten Nacht. Also, das ist so böse. Diese Vögel, ich habe gar nicht mehr so viele Haare. Ich will nicht vorwegnehmen, aber da gibt es eben, die sollen wieder ausgewildert werden. Genau, und zwar hat man eine bestimmte Anzahl von diesen Vögeln großgezogen und die mussten dann eben dazu gebracht werden, in ihre südlichen Quartiere wieder zu finden. Genau. Und dann hat sich jemand, der mit diesem Projekt beschäftigt war, in so ein Kleinflugzeug gesetzt und hat mit denen das trainiert. Und das, da gibt es schöne Filme darüber. Ah, das gibt es, genau. Einen Doku-Film. Ja, ja, genau. Ein ganz toller Film. Ja. Also kann, genau. Ich auch nur sehen. Kann man auch mit Graugänsen machen. Ja, genau. Ja, ja, genau. Das ist tatsächlich hier auch, also die waren bis ins 17. Jahrhundert wohl hier relativ häufig in unseren Regionen, sage ich jetzt, also Mitteleuropa, zwischenzeitlich dann komplett ausgerottet. Und sie werden jetzt wieder sukzessive angesiedelt und eben das Problem, das Grundproblem ist halt, der Waldrapp ist ein Zugvogel und das muss er lernen und er lernt seine Flugroute von seinen Eltern und wenn die Eltern nicht da sind, sprich wenn man die in Anführungsstrichen erste Generation ist, dann wird im Rahmen eben dieses, du hattest es schon angesprochen, dieses Wiederansiedlungsprojektes Live Northern Bald Ibis, werden die Vögel dann von Menschen großgezogen und dann mit einem Leichtflugzeug werden die quasi begleitet, also nehmen die erstens Flugunterricht und werden dann begleitet in das italienische Winterquartier. Genau. Und genau, das Projekt ist so bis 2028 datiert und es sollen bis dahin dann wieder 360 Waldrappe zwischen dem nördlichen Alpenvorland und der Toskana migriert werden, damit die dann ihrem Nachwuchs dann entsprechend dann die Wege wieder selber zeigen. Schön, sehr schön. Das finde ich tatsächlich ein ganz schönes Projekt. Führt aber dann auch dazu, wenn man sie vorher ausrottet, muss man einen riesigen Aufwand betreiben, wenn man merkt, ach, sie wären ja doch ganz gut, ja. Oder man könnte sie wieder her und dann treibt man solchen Aufwand. Ja. Wir hatten das ja in Variation mit den Insekten oder Bienen in dem Fall, dass ja quasi in bestimmten Regionen die Bienen nicht mehr bestäuben, die Bäume, die Äpfelbäume, und das dann jetzt von Hand gemacht wird. Tja, das sind auch so Jobs. Weiß nicht, ob es sich drum schlägt. Und das hätte man leichter haben können. Aber hier, wie gesagt, finde ich mal ein ganz schönes Projekt. Gerade auch nach dem Kohlgraben-Desaster. Ja. Also von daher. Eine Frage noch, weil der Beef zu Recht sagte, Insektenpopulationen komplett zurückgegangen. Woran erkennt jeder von uns, dass die Anzahl der Insekten im Vergleich zu, sagen wir mal, vor 40 Jahren enorm zurückgegangen ist. Ganz einfach. Woran erkennt man das? An der Windschutzscheibe des SUV. So ist es. Genau. So ist es. Früher, ich weiß noch, die Urlaubsreisen mit meinen Eltern, wenn du dann durch die Nacht bis nach Hause gefahren und dann kam das Licht von Scheinwerfern kaum noch durch, weil die so schwarz waren. Und heute
ist das nicht mehr. Das ist nicht mehr. Das ist echt krass. Aber ich muss, das ist, habe ich auch beobachtet. Früher musste man alles 100 Kilometer anhalten, die Scheibe wischen. Und es ist aber, gibt aber auch eine Gegenbewegung, dass eben zum Beispiel exotische Insektenfresser, zum Beispiel der Bienenfresser oder auch der Wiedehopf, dass die von Süden immer mehr sich weiter Richtung Norden aussiedeln, weil die Anzahl der Beutetiere wieder größer geworden ist. Zum Beispiel der Bienenfresser, den gibt es hier 20 Kilometer südlich von Bonn, hat der sich schon angesiedelt. Die sind dann meistens zu finden in so alten Steinbrüchen, weil die in Abbruchkanten ihre Höhlen graben zum Nisten. Und die scheinen, die müssen eben auch wieder genug Nahrung finden in Bienen, Hummeln, Wespen etc. Also das nur als ein Beispiel, ne? Also ich habe als Vogelfotograf, der ich ständig draußen bin, außer wenn es regnet, eh den Eindruck, dass Vogelpopulationen mal ansteigen, also dass da immer so ein Wandel drin ist, also wie so eine Welle von Generation zu Generation, zum Beispiel bei den Eisvögeln, die es hier an der Sieg gibt, das ist ein ganz hübscher Vogel. Wenn die Hochwasser im Sommer auch auftreten an der Sieg und die Abbruchkanten an der Sieg überflutet werden, saufen die Jungvögel. Und weil in der Regel haben die 4 bis 5 Mal brüten die im Sommer, weil die haben im Winter, wenn es kalt ist und die stillstehenden Gewässer zufrieren, hohe Verluste. Und das gleichen die dadurch wieder aus mit sogenannten Schachtelbruten. Also wenn die erste Brut ausgeflogen ist, legt die Mama wieder Eier und der Papa füttert den Rest. Also Schachtelbruten, dass sie quasi die überschneiden. Da machen die 4, 5 im Sommer. Quasi eine sehr moderne Familienkonstellation. Ja, ja, also die brauchen keinen Familienurlaub, oder wie heißt das, Kinderurlaub? Achso, Elternzeit. Elternzeit, genau. Ja, da ist immer Elternzeit. Weiß der Beef Rogers eigentlich, dass bei ihm auf dem Grundstück eigentlich jedes Jahr richtig Blaumeisen sich fortpflanzen in eurem Vogelhäuschen? Das sehe ich nämlich von uns immer. Ja, deswegen hängt es da. Das ist also, genau, wir haben tatsächlich relativ viel. Also wir haben auch Rotkehlchen und Meisen und Sperrlinge quasi. Ich finde das ganz spannend, also wenn man bei uns im Bereich sitzt und die verschiedenen Vögel fliegen dann lang, also meine Frau und ich sitzen da ab und zu, allein die Geräusche, die beim Fliegen machen oder die sie eben nicht machen, also Meisen sind zum Beispiel völlig lautlos unterwegs, mehr oder weniger, und so ein Sperling oder Spatz, der ist deutlich lauter. Ja. Das ist also wie so eine Taube zum Beispiel, die ist auch super laut. Ja, ja. Das finde ich faszinierend. Ja. Also das ist tatsächlich ganz erstaunlich. Also das ist sehr unterschiedlich, auch in der Herangehensweise, wenn die so eine Futterecke haben, gerade im Winter. Da gibt es auch mutigere und weniger mutigere und welche, die dann eher hinten dranhängen, die erstmal gucken, was die anderen so machen und dann sich irgendwie... Absolut spannend. Also spannend, dieses Stichwort. Wenn man sich länger mit den Vögeln beschäftigt, dann stellt man fest, jede Vogelart hat eine eigene Art zu fliegen. Jedes Fluggeräusch von jeder Vogelart ist anders. Taube ist extrem, ne? Super laut, ja. Jede Vogelart hat ein anderes Habitat, also ein anderes Gebiet, wo man sie findet. Deshalb, wenn man diese ganzen, wie sagt man, Charakteristika zusammenfasst, dann macht sich der Ornithologe immer ein Bild aus der Gesamterscheinung des Vogels. Deshalb kann ich von weitem 100 Meter erkennen, was für ein Vogel das ist. Wie der fliegt, wie der piept, wie der aussieht, wie der läuft. Jede Vogelart hat eine andere Art zu laufen oder zu hüpfen. Das ist völlig spannend, ne? Ja, ich finde das immer, um da wieder den, da schließt sich der Kreis. Ich finde es immer spannend zu sehen, wenn die Blaumeisen bei uns an der Futterglocke sich was holen für die Jungen, die beim Beef Rogers im Vogelhaus sind. Da sieht man immer die Blaumeisen, wie die, das ist ein Auf und Ab, die fliegen nicht irgendwie in einer Linie oder in einer Kurve, sondern das ist wie so Wellen, so zack, zack, hoch, runter, hoch, runter. Das ist eine ganz unruhige Flugbahn, das sieht immer stark aus. Ja, die haben zum Beispiel eine Eigenart, die fliegen eine Zeit lang ganz geradeaus und dann zack, 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 schlagen so ein paar Haken und da weiß man gar nicht. Und das ist Überlebens, wie sagt man, Taktik. Ne? Der Sperber, der schafft das da nicht, den zu fangen. Ne? Ja, genau. Im Moment, gerade hatte ich eine Idee, aber ist egal, kommt wieder. Aber dann machen die Vögel bei uns ja genau dasselbe. Wenn ich nachts bei euch in den Keller schleiche und den Tiefkühler leer räume, dann ist das derselbe Faktor. Also hast du dann auch so eine Taktik, dass du durch den Garten hoppst? Ja, ich gleite. Ja. Okay. Ja. Anmutig.
Ja, also das will ich nochmal hier, weil ich jetzt gleich gehen muss, nochmal, also zum einen würde ich gerne wiederkommen, weil wir haben heute viel angesprochen, aber noch nicht so das Wesentliche. Ich habe eben nochmal was versucht anzureißen, dass es eben ganz viele verschiedene Unterscheidungen der Arten gibt. Das ist völlig spannend. Und jetzt möchte ich nochmal zum Schluss nochmal kurz auf einen Vogel hinweisen, den wir heute noch gar nicht besprochen haben. Viele andere gibt es noch. Aber der kleinste Singvogel Europas. Kennt jemand von euch den? Den kleinsten. 5 bis 7 Gramm. Schwer. Also klein ist auf jeden Fall der Zaunkönig, aber wahrscheinlich noch kleiner. Noch kleiner. Und zwar gibt es eine Schwesternart, also zwei Arten, die heißen Sommergoldhähnchen und Wintergoldhähnchen. Wenn ihr alle bei gutem Gehör seid, wovon ich mal ausgehe, und ihr seid mal in einem Nadelwald zum Beispiel und ihr hört so ein ganz feines Wispern, glaubt nicht, dass ihr den Vogel findet, der ist viel zu klein. Aber wenn ihr das hört, dann wisst ihr Wintergoldhähnchen. Und Sommergoldhähnchen, die heißen so, weil sie nur im Sommer hier sind, im Winter sind sie am Mittelmeer. Und die Wintergoldhähnchen bleiben das ganze Jahr hier, die sind wirklich so. Und die Wintergoldhähnchen suchen nur an der Blattunterseite nach Mini-Insekten und die Sommergoldhähnchen, die suchen alles ab. Ja, also die haben sich spezialisiert, also die Wintergoldhähnchen. Und das ist ein, wenn man den mal entdeckt hat, auch als Vogelfotograf. Hast du den denn mal fotografiert? Ist mir schon gelungen, den zu fotografieren. Aber wenn man nicht weiß, dass es den gibt, dann sieht man den einfach nicht. Das ist so spannend. Und hier im Klosterwald habe ich ihn schon ein paar Mal erwischt. Aber sie sind auch in unseren Gärten. Aber man sieht sie eben nicht. Ne? Das ist also, könnt ihr euch einfach mal merken oder bei YouTube mal nachhören. Gesang Sommer Wintergoldhähnchen. Also das nochmal so, um euch so einen Köder noch zurückzulassen, ja, für eventuell einen zweiten Termin. Du bist ganz herzlich jetzt schon eingeladen. Ja. Den Köder hast du auch, also bei Wintergoldhähnchen kriege ich auch irgendwie spontan Hunger. Ja, ja, ich wollte auch schon sagen, gut, dass das Goldhähnchen beim Imbiss Karl größer ist. Das erkennt man an dem leisen Knistern auf dem Rewe-Parkplatz. Jetzt natürlich sagen muss, also erstmal 5 bis 7 Gramm, da musst du viele Wintergoldhähnchen essen irgendwie. Und, und das Zweite ist, Hähnchenkahl gibt es nicht mehr. Ja, es ist ein totaler Schock jetzt. Oh je. Hast du die Stimmung komplett runter? Toll, danke. Danke, sehr gerne. Also noch eins zum Winter- und Sommergoldhähnchen. 5 bis 7 Gramm. Die müssen also am Tag so viel fressen, wie sie wiegen. Oh. Stellt euch vor, Blattläuse. Was ein Blattlaus wiegt, keine Ahnung, ne, wie viel die davon suchen und finden müssen. Die sind ständig unterwegs. Deshalb ist das die größte Herausforderung für einen Vogelfotografen, so einen zu sehen, zu fokussieren, näher ranzufahren und dann auch ein schönes Foto zu machen. Aber wenn ihr zum Beispiel auf Foto-Community mal euch umschaut bei den Singvögeln, es gibt so Cracks, sie schaffen das. Also wenn du für uns ein Foto für unsere Shownotes, das ist ja mal im Internet, wo wir sozusagen die Texte nochmal alles so ein bisschen zusammenfassen, hast, stellen wir das gerne ein, natürlich mit deinen Foto-Credits, weil das scheint ja eine echte Rarität zu sein. Ja, also ich habe garantiert, ich habe mittlerweile 3 externe Festplatten voll Fotos. Ich suche euch eins raus. Cool. Ja, okay? Thomas. Ganz herzlichen Dank dafür, dass du da warst. Das ist dein Applaus hier. Also ich finde, du hast etwas auf den Punkt gebracht, was viele Experten hier an uns immer wieder adressieren. Wir haben vieles angerissen, aber da ist noch viel mehr, was man nochmal vertiefen muss. Das nutzen wir jetzt einfach mal als Cliffhanger dafür, dass wir dich wieder in diese Sendung bringen. Es war ganz toll. Die Wege sind ja auch zum Glück kurz. Wir werden sicherstellen, dass wir immer einen Weizen für dich kühl haben. Mm. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns an deinem Wissen hast teilhaben lassen. Gerne und einen schönen Gruß an alle Zuhörer. Raja-Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Gedanken im Geist. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Jo, das können wir direkt als Zitat der Sendung rausschneiden. Ja, schönen Dank. Das war echt cool. Ja, vielen Dank. Gerne. Besten Dank. Ich verbiss mich drin. Ja. vielleicht als kleinen Intermezzo, wir haben auch die Stunde, die wir eigentlich immer nur machen wollen, schon längst überschritten. Was die meisten nicht wissen, wir haben vor 2 Wochen schon mal angesetzt oder vor 10 Tagen eine Sendung 101, Episode 101 aufzuzeichnen, was dann leider aus
verschiedenen Gründen scheiterte und da sollte es um die Zahl 101 gehen. Vielleicht werden wir das dann irgendwann nochmal aufgreifen bei der 201 oder ich weiß es nicht. Aber wenn man die 101 nimmt, da gibt es auch sehr viele Geschichten. Und ich habe nur eine Liste Bücher, der Beef ist ja auch ein Bücherwurm, habe ich gedacht, damit kriege ich den. Habe ich mir eine Liste hier mal bei einem Buchhändler, habe ich mir so eine Shortlist gemacht, weil erstaunlicherweise sehr, sehr viele Bücher mit dem Titel 101 Dididit anfangen. Und ich habe mal hier die, ich weiß nicht, ob es 10 sind, aber ich habe mal hier eine Auswahl getroffen von Büchern, wo mir sehr viel so einfällt. Zum Beispiel, es fängt an, 101 Essays, die dein Leben verändern werden. Oder 101 Monster und alles, was du über sie wissen musst. Oder für den Sammer, der immer so für einen süßen Zahn, 101 Marmeladenglas-Momente. Für den Beef und mich gibt es 101 Rock-Stories. Da habe ich tatsächlich ein bisschen drin rumgelesen. Das kann man bei Google Books anlesen. 101 Dinge, die ein echter Alpenüberquerer wie der Sammer wissen muss. Oder 101 Designklassiker. Und jetzt kommt das Buch, was ich, glaube ich, dem Beef zum nächsten Geburtstag schenke. 101 Monologe. Sehr schön. Hier ein Buch, das kriegt der Prollo. 101 Dinge, die ein Eisenbahnliebhaber wissen muss. Oder ein Buch, das ich gerne geschrieben hätte zum Abschluss. 101 Plätze, an denen sie Sex haben sollten, bevor sie sterben. Sehr geil. Also da gibt es Tausende, nicht nur 101. Ich stelle mir gerade vor, du arbeitest an so einer Liste und kommst nur auf 89 und musst dann irgendwie noch 12 Sexplätze irgendwie und dann bist du auch ganz schnell beim Autobahnparkplatz. Ja, der ist ja wahrscheinlich bei den 89 schon mal gesetzt, ja, oder? Wahrscheinlich. Also komm. Küchentisch ja, aber auch. Da muss man dann kreativ werden. Bügeltisch. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, an der Stelle euch zu fragen, was das ausgefallenste Platz ist, aber ich fürchte, das werden wir für unsere OnlyFans-Seite reservieren müssen. Ja, oder wir machen zu so einem Thema mal eine eigene Sendung. Das sprengt vielleicht jetzt die Vogelthematik. Vielleicht kurz vor der Kack-Sendung, die der Reinherr unbedingt haben will. Ja. Mir ist übrigens eben noch eingefallen, also vielleicht können wir auch mal eine Sendung Insekten machen. Ja. Also Insekten ist ja nur auch ein breit gefächertes Thema. Also jetzt so Insectables. Hare Hare Krishna oder was? Hä? Insekten. Also nicht, jetzt habe ich verstanden. Oh, der war flach. So. Ein Mörderwortspiel. Sind wir denn jetzt durch? Wollt ihr noch einen kurzen Persönlichkeitstest aus der Brigitte? Stimmt, den müssen wir noch machen. Und dann gibt es den Kiki. Also Brigitte hochwissenschaftlich, wie man das kennt. Vögel, da kommt schon die erste steile These auf, gelten als Symbol für Liebe, Vergebung, aber auch für freie Gedanken. Welche Vogelart dich besonders anspricht, lässt tief in dein Innerstes blicken. Wer möchte? Wer ist freiwillig? Beef, komm, du guckst so fragend. Welcher Vogeltyp bist du? Ich lese mal vor, also man weil muss das sagen, Stockfoto das sind nicht, Bilder. Das nicht nur Bilder. Billig, sondern auch nichts sagen. Das linke ist eine Eule. Dann kommt der Adler. Adler, Weißkopfadler wahrscheinlich. Dann der Pfau und eine Taube. Tauben mag ich nicht. Und Eule machen nur nachts rum. Ich würde den Adler nehmen. Das der ist Adler. Natürlich auch das. Der Adler Horst. Das Helden. Was ist der Horst oder der Adler? Ja, also. Schönen Gruß an Horst. Ja. So, du sprichst ehrlich deine Ideen und Zweifel an, doch kannst dabei auch manchmal unfreundlich wirken. Du bist motiviert, unabhängig und überzeugend, aber auch grob. Ungeduldig und starkköpfig. Das so. Passt zu 100%. Ja, ja genau. Also alles, das Vogelhoroskop. Diesen Horoskop-Scheißdreck. Ich musste mir das auch noch aus so einem Video abtippen, weil die es für nötig hielten, das ausschließlich als Video zu produzieren, damit ich noch 20 Sekunden RTL-Werbung gucke. Also, Prollo, ich fühle mich jetzt spontan diskriminiert, weil ich identifiziere mich als Wintergoldhähnchen. Ja. Und das ist jetzt einfach nicht dabei gewesen. Vielleicht solltest du dann die Brigitte kündigen. Die 7 Gramm kriege ich. Ja. Die 5, das sind 7 nicht Gramm. 7 Gramm, kleiner Peter. Das hast du zwischen den Zähnen hängen. Du Arsch. Herrlich. Ja, ich hätte ja auch noch was ganz Kurzes irgendwie. Weißt du, ob das jetzt Sinn macht oder ob das, der Sammersche Quickie jetzt ein ganz glorreicher Abschluss ist? Der ist ja immer so oder so der glorreiche Abschluss. Okay. Deswegen. Also ich habe ja auch noch einen Artikel gefunden, fand ich einfach so grell irgendwie. In den USA und zwar in, ich glaube, San Diego. Ich muss mal genau gucken. Das Naturhistorische Museum in San Diego, das bietet, man kann sich da ausgestopfte Tiere ausleihen. Und was ich so geil fand, zum Beispiel, also da gibt es durchaus auch saisonale,
Und um Thanksgiving wird der Truthahn oft ausgeliehen als ausgestopftes Tier und wird sich dann in, weißt du, was das dann für Vegetarier ist oder so. Also das sind ausgestopft, die leihen die sich aus. Der ist auch einen guten Meter groß im Original und steht dann da im Wohnzimmer oder wo auch immer und die Leute gucken sich den an. Man kann aber auch Bären ausleihen, Kojoten, die sind auch mit Abstand am populärsten. Dann teilweise Beeren, also es ist vielleicht ein Gemüsegarten. Vielleicht hat das ja auch mit irgendwelchen fiesen Sexsachen was zu tun. Ich habe euch ja heute in unserem Chat hier diese Anzeige von Anna24 geschickt. Geil. Mein Freund und ich suchen eine Person, die in einem Sardellenkostüm auf einer Mundharmonika ein Stück von Mozart spielen würde, während wir daneben Spaß haben und Themenmasken tragen. Bitte keine komischen Leute oder Freaks. Ja. Also ich glaube, die Herausforderung steht erstmal drin, ein Sardellenkostüm zu finden. Also das ist schon schwierig genug. Vielleicht reicht es ja, wenn es nach Sardelle stinkt. Ich habe noch mein Heringskostüm. Ah, schön. Ah, herrlich. Sag mal, wir haben immer noch kein Quickie-Jingle für dich. Du kannst dir mal eins ausdenken fürs Nächste oder du machst gluck, gluck, gluck oder irgendwas. Aber ich würde sagen... Ja, früher war es ja der Alarm, aber... Der Alarm! Vielleicht holst du einfach fertig... Nein, den Alarm haben wir natürlich. So, jetzt ist an der Zeit. Jetzt ist an der Zeit. Genau, bevor ich jetzt die Quickie-Geschichte bringe, möchte ich noch eine andere Sache kurz erzählen. Und zwar fand ich es immer auch ganz nett, dass ab und zu mal hier ein Geburtstag auch Erwähnung fand. Und der Beef Rogers hatte nämlich vor ein paar Tagen Geburtstag. Und weil er nicht feiern konnte, ist das irgendwie so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Geburtsdatum und Alter wird aus Datenschutzgründen jetzt nicht genannt, aber ich habe, weil die Feier unter den Tisch gefallen ist, ein Geschenk, was ich nicht loswerde. Und weil das Geschenk aber ein bisschen auch was mit dem Podcast zu tun hat, habe ich gedacht, ich gebe es ihm jetzt heute Abend. So. Ach, das habe ich doch vorhin schon geschleppt? Ja, ich sage erstmal vielen lieben Dank, das wäre aber nicht nötig gewesen. Ich mache jetzt mal hier Unboxing, oder wie heißt das, Neudeutsch, ne? Ja, mach mal schnell ein Foto irgendwie, einer für die Shownotes. Ah, sehr geil. Ah, ahne jetzt schon. Sehr geil. Das Beefhole. Das Beefhole in einer Winterandacht. Sehr geil, großartig, vielen Dank, das ist toll. Das ist, ich hoffe, es gefällt dir. Das ist, ja, wie gesagt, für die Hörer, das ist das Beefhole. Wir sind ja bekanntlich Nachbarn und ich habe einen einmaligen Blick auf das Beefhole und da ich so ein Fan von der Riesenbuche bin, habe ich sowieso sehr viele Fotos von dem Garten immer gemacht. Und dann gab es diesen Tag im Januar, alle erinnern sich vielleicht, wo es mega geschneit hat. Und dann ist mir irgendwann aufgegangen, man sieht das Haus eigentlich nie so gut wie im Winter, wenn die Blätter weg sind von der Buche, denn sonst ist es zugewachsen. Und gleichzeitig ist aber es nur schön, so richtig schön mit Schneelandschaft. Also da habe ich gedacht, mache ich daraus das ein Bild. Es ist ein wunderschönes, ja, Bild. Ich habe nur eine Frage an den Beef. Dieses Fenster, wo da so rangezoomt wurde, ist das dein Schlafzimmerfenster? Genau, genau. Und der Baum, der da drin ist, ist kein Baum. ein Wintergoldhähnchen. Ja, genau. Winterstilllebel mit Füllen. Gramm. Ja, toll. Also ganz lieben Dank. Das ist wirklich klasse. Also, ja, ich hoffe, es gefällt dir. Ich habe immer Hemmungen, Bilder zu schenken, weil dann kommt man immer in die Situation, als Beschenkter die Bilder dann aufhängen zu müssen, wenn der Gast mal kommt und dann kommen sie wieder runter, wenn er wieder weg ist. Nee, es ist ja auch so ein Querformat. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Bedenken, dass du mir irgendwie so ein Dickpick schenkst. Aber dann, nee, das ist super. Also, nee, Träumchen. Wirklich schön. Freue mich wirklich. Ja, großartig. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Aber das wäre nicht nötig gewesen. Ja, tolles Geschenk. Tolles Geschenk. Und ich... freue mich schon, wenn hoffentlich irgendwann auch deine angekündigte Feier in einem fröhlicheren Setting nachgeholt werden kann. Ja. Manchmal passt es nicht im Leben. Und deswegen finde ich es wirklich sehr schön vom Sommer, dass er das nicht hat unter den Tisch fallen lassen. In der Tat haben wir das hier gar nicht gewürdigt, dass du ja 29 geworden bist. Ja, sowas in der Art. So, jetzt von mir aus gern zum Quickie. Der Quickie, ich habe es hier zwar ausgedruckt, aber eigentlich weiß ich die Story auswendig, so wahnsinnig kompliziert ist die nicht. Es gibt ein Startup in Schweden, die haben was ganz Spannendes gemacht. Und zwar
haben wir ja schon gesagt, die Krähenvögel sind wahnsinnig intelligente Vögel. Und die sind hingegangen und haben wilde Krähen darauf trainiert, in der Stadt Zigarettenstummel einzusammeln, also aufzuheben. Mit diesen Zigarettenstummeln fliegen die zu einer Futterstation, werfen die da rein und bekommen dann dafür Futter. So, und das ist eine ziemlich geile Idee, das klappt auch, das ist noch im Projekt, aber das klappt auch. Und die Idee dahinter ist, dass die errechnet haben, dass so deswegen hatte ich auch gesagt, was haben Krähen mit Müllabfuhr zu tun, die Stadtreinigung 70% der Kosten sparen kann, zumindest 70% der Kosten für eben das Einsammeln von Kippen. Und das ist tatsächlich eine Menge. Ich könnte jetzt noch mal gucken, die Zahlen, das ist unglaublich, was Kippen ausmachen. Also, was glaubt ihr, in Schweden, wie viele Kippen werden da pro Jahr weggeworfen? 50 Milliarden. Ah, das ist jetzt doch zu viel. 43,5. Aber Sie schreiben hier, eine Milliarde jährlich wird auf den Boden geschmissen. Und das von den Gesamtkosten ist das der Reinigung, der Stadtreinigung, das sind, ich weiß nicht, ich habe die Zahl jetzt gerade nicht gesehen, aber es ist ein echt hoher Anteil der Gesamtkosten, die nur durch diese scheiß Kippen entstehen. So, und jetzt ist die Idee, diese Raben oder diese Krähen, die fliegen da einfach den ganzen Tag durch die Stadt und sammeln diese Kippen ein. Ist ja wohl eine mega geile Idee, sofern es natürlich vorausgesetzt den Tieren nicht schadet. Muss ne? aber aufpassen, dass sie dann nicht anfangen, irgendwie Babys die Augen auszuhacken, ne? Wenn die irgendwie sagen, die schmecken ja besser als das Futter, oder? Ja, ich habe auch gedacht, vielleicht ziehen die dann auch mal so richtig einen durch, wenn so eine Kippe noch nicht ganz abgebrannt ist. Und ja, mit der Legalisierung. Aber, also ich meine, ich bin ja irgendwo auch ganz beim Beefbeer auch so ein Naturfan und Umweltschützer. Aber irgendwo ist es trotzdem eine geile Idee und ich hoffe, dass es sich zeigen wird. Das ist noch im Projektstadium und sie gucken halt gerade jetzt auf den Gesundheitsaspekt bei den Tieren. Ich hoffe, dass das sozusagen funktioniert, nicht, dass da irgendwie ein unvertretbares Gesundheitsrisiko eintritt, irgendwie alle Lungenkrebs plötzlich, die Vögel, weil ich finde es einfach geil. Ich finde es einfach eine geile Idee und wäre cool, wenn es klappt. Ja, das ist eine sehr geile Idee. Kriegen die dann eigentlich auch so orangene Westen an? Und haben die sich schon gewerkschaftlich organisiert? Sind die bei Verdi? Bei Krähi. Krähi. Bei Rabi sind die. Oh je. Nee, aber also sag mal, du wirst deiner Legende sozusagen immer wieder treu oder gerecht, denn du flashst mich mit diesen Startup-Stories, das bringst du ja regelmäßig, flashst du mich auch regelmäßig, denn nur Reagenzfleisch und was da alles nicht gewesen ist. Und das mal wieder so ein Startup, wo du denkst, ja, also da muss ja auch irgendwie Geld involviert sein. Die machen das ja nicht, wenn sich das nicht irgendwann irgendwie rentieren würde. Da muss ja Geldgeber geben. Aber der Pitch, den stelle ich mir vor. Ja, pass mal auf, wir haben ja so ein Projekt, da fliegen die Raben, die keiner mag, fliegen dann in der Stadt und sammeln die Zigaretten ein. Und dann sagen die, ja geil, wenn das funktioniert, gebe ich mal Geld. Also ist ja auch eine super Geschichte. Ja, klar, wenn die 70% sparen, dann ist das natürlich auch eine Geschichte, die irgendwie gewinnbringend eingesetzt werden kann. Und für dich ist es auch interessant, sich mal an das Startup zu wenden, denn die haben, bevor die das mit den Kippen gemacht haben, haben die das mit Kronkorken gemacht. Und du sammelst doch Kronkorken. Ja, gut, ich habe denen halt die Raben, die Korkenraben habe ich denen ja abgekauft. Ich hätte eher daran gedacht, das mit Elstern zu machen und mich da persönlich zu bereichern. Ja. So. Das war das Thema Vögel. Im Übrigen, einer von euch hat es am Anfang gesagt, der Film Die Vögel, ich bin ja ein riesengroßer, das habe ich hier noch nie gestanden, aber ich bin ein riesengroßer Alfred Hitchcock-Fan. Ich liebe den Typen, der ist einfach großartig und der Film Die Vögel ist, den habe ich in viel zu jungen Jahren das erste Mal gesehen und der hat mich,
immer so ein bisschen vor Vögeln auch schaudern lassen, weil die da so richtig fiese Wichser sind in dem Film. Ja. Aber ich finde das ja ganz spannend. Man lernt jetzt doch noch sich einander besser kennen. Ich hatte in meinem Studium Nebenfach Medienwissenschaften und eines meiner Prüfungsthemen war Alfred Hitchcock. Allerdings Geil. Nicht der Film Die Vögel, sondern Der zerrissene Vorhang, also eher ein späterer Film. Er hat ja auch ganz unterschiedliche Filme gemacht und sind fast immer sehr, sehr geil. Also der hat einfach so sein Ding gemacht. Und, ja, hat vor allen Dingen auch, also jetzt wäre das so eine Sendung für den Hank Frank dann irgendwie, aber also ganz wesentlich, er hat zum Beispiel so ein paar Kamerafahrten, also ein paar Effekte erzeugt, ja, die es vorher so nicht gab. Also das ist bei Vertigo, das ist dieser Film, wo es letzten Endes um dieses Thema Höhenangst geht. Da hat er so im Prinzip eine Kamerafahrt, eine rückwärtige Kamerafahrt gemacht und hat gleichzeitig die Kamera gezoomt. Dadurch entsteht so ein komischer Tunneleffekt. Das sieht ganz ulkig aus und das hat er damals auch zum Beispiel erfunden. Das ist sehr geil. Die sieht man heute in ganz vielen Filmen. Ja. Oder was erfunden. Er auch erfunden hat, und damit schließen wir die Sendung, ist die berühmte Vogelperspektive. Ja. Ja, so viel zum Thema Vögel und Vogelartige und Vögeln und überhaupt. Piep, 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 ich hab euch lieb. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.